So, da sind wir wieder hier bei Oblivion und ich fange auch wieder sofort an. Ich muss nämlich noch immer zu Baurus gehen und da gehe ich jetzt auch einfach mal hin. Und dann müsste ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, was dann war, wenn ich bei dem war. Egal, ich gehe jetzt einfach mal dahin. Was haben wir denn als... Okay, ich stand bei der Arena und da habe ich einen Kampf angesehen, Alle Besucher des den wir doch hatten. Kaiserpalasts werden gebeten, leise zu sprechen. Also nicht wir hatten den, sondern so Gladiatoren hatten den natürlich. Und jetzt muss ich hier... Ist das der richtige? Ja, das ist der richtige Weg sogar. Und ich denke immer, wie bei Minecraft, wenn man zweimal auf diese... Laufen-Taste drückt, dass man schnell rennt, aber es ist ja gar nicht so. Jetzt habe ich schon die Minecraft-Sache, weil ich habe lange kein Oblivion mehr gespielt jetzt im Moment. Lange nicht mehr aufgenommen. Eine Münze für einen alten Bettler. Versteht Guten ihr denn Tag. Hallo. Was habt ihr zu berichten? So, jetzt gehe ich dann einfach mal hier rein. Ah, und da sitzt er ja auch hier, unser Baurus. Jetzt mich mal einfach mal daneben. Hör zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Das Amulett ist im Besitz des Feindes. Ich habe Uriels Erbe gefunden. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ja. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Gut, denkt daran. Wartet ab, bis er mir folgt. So, ich möchte sehen, was er tun wird. Dann läuft der jetzt, glaube ich, gleich los. Ja, der läuft los. Guten Tag. Ja, und da läuft der los. Dann muss ich, glaube ich, jetzt auch loslaufen. Einfach mal so. Komm, renn jetzt. Huch. Ich fürchte den Tod nicht. Hey. Ich sehe leider jetzt nichts. Ihr seid schwach. Oh, das war Baurus. Durchsucht ihn. Ich. Tut mir leid, Baurus, ich habe dich aus Versehen geschlagen. Oh, 11 Gold und die mystische Morgenröte, die ich mir mit das Buch über den Kohl, den mystischen Morgenröte von ich sollte Baurus sein, ja. Wo ist er denn? Gute Arbeit. Übrigens, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr habt mich einfach in einem ungünstigen Moment erwischt. Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem dätrischen Kult, der sich mythische Morgenröte nennt. Sie verehren anscheinend den Dädra-Fürsten Merunes Dagon. Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt. Ich vermute, das haben sie gemerkt. Ich habe Talos sei Dank, er lebt! Martin Septim, sagt ihr. Wir werden ihm zum Thron verhelfen. Das ist die heilige Pflicht aller Klingen. Ja, das ist Was? Doch schön, dass das die heilige Sie haben Pflicht aller Klingen weggenommen? Ist. Die Dinge stehen schlechter, als ich dachte. Jetzt muss ich mal gucken. Was ist mein nächster An Schritt? Der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte. Tamina heißt sie. Sie soll eine Expertin für dätrische Kulte sein. Oh, das ist auch schön. Bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, was sie davon hält. Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte. Oh, wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad. Möge euch Talos leiten. Unity-Netzwerk. Sowas haben die da. Wie gesagt, sie ist eine der hellsten Köpfe an der geheimen Universität. Naja, ich gehe dann einfach mal zur geheimen Tamina Universität. Zu den Maria-Leuten. Sind bestimmt so Studenten wie hier. In Deutschland und in anderen Ländern. Wo ist die denn, die geheime Uni? Oh, die ist da unten. Jetzt muss ich da unten hochlaufen. Ja. Die Sonne scheint wieder mal schön hier auf die weiße Stadt. Erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe, weiße Stadt. Oh. Ist so, bei weiße Stadt Herr der Ringe war Minas Tirith und hier Hallo. Ist einfach die Kaiserstadt. Und das ist auch die weiße Stadt halt. Und das ist der wichtigste Turm. Ich laufe einfach mal diesen Weg. Turmwachen. Bitte respektiert den Kaiserpalast und sprecht leise. Gut,
Dann muss ich einfach immer wieder diesen scheiß Fall da unten folgen. Naja, scheiß nicht. Und hopp. Einmal gesprungen. Und Baumgarten. Das ist der Waldorfbezirk. Würde ich jetzt so sagen. Baumgarten. Ja, das ist der Waldorfbezirk hier. Geht nur. Ist Ida Flinorma nicht behende? Sie ist immer springen. Kann aber auch weit springen. Ist ein Weitsprung. Mensch. Oh, Vampir. Soll ich nicht Vampir werden? Dann könnte ich nur noch nachts agieren. Wäre jetzt während der Hauptstory ein bisschen blöd, würde ich sagen, wenn ich auf einmal Vampir werde. Sieht das schön aus, ne? Wunderbar ist es doch. Gut, dann gehe ich jetzt einfach da rein. Sprecht. Guck, da hat er sich erschreckt. Marie will den Verkauf dieser Schule, sobald es geht, so Rominus Tamena, da. Na komm, stell ich mich mal vor sie. Ihr müsst der sein, über den ich die Nachricht erhielt. Wie kann ich euch helfen? Alle haben über mich eine Nachricht erhalten. Komm, ihr kennt sie? Einer der geheimnisvollsten und verschlossensten aller dädrischen Kulte. Es ist nicht viel über sie bekannt. Sie folgen den Lehren von Mankar Kamuran, den sie ihren Meister nennen. Selber. Ah ja, Erläuterungen zum Mysterium Xaxis. Herrlich. Ihr habt also ein wissenschaftliches Interesse an den dädrischen Kulten? Nach ihnen suchen, wie? Dort würde ich meine Nase nicht tiefer hineinstecken. Offizielle Angelegenheiten und so. Ich arbeite schon lange mit den Klingen zusammen. Keine Sorge, sagt nichts mehr. Auf jeden Fall dürfte es nicht leicht sein, sie zu finden. Ich habe selbst ein wenig in den Schriften von Mankar Kamuran gelesen. Zumindest in denen, die ich auftreiben konnte. Aus dem Text wird klar, dass es 4 Bände der Erläuterungen von Mankar Kamuran gibt. Bände. Aber ich habe bislang nur die ersten beiden gesehen. Ja, komm ich jetzt zum glaube, Punkt. Ich will auch noch dass was der schaffen, Text ne? versteckte Hinweise über den Ort enthält, ja. an dem sich der geheime Schrein der mythischen Morgenröte für Merunes Dagon befindet. Gut, wer diesen verborgenen Weg, wenn ihr ihn findet... Ach komm, jetzt überspringe ich hier. Einfach mal. Ihr könnt Band 2 aus der Bibliothek haben, wie gesagt... Den dritten und vierten Band habe ich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Finzias, der Eigentümer, kümmert sich besonders um fachlich versierte Sammler. Vielleicht hat er eine Idee, wo... Ach komm, hau ich jetzt einfach mal hier ab. Es war schön, mit euch zu sprechen. Und muss jetzt wieder... in den Marktbezirk, okay. Sprecht. Das ist ein rein... einziges reines Laufen... Aber worauf ich mich jetzt ehrlich gesagt freue, ist auf The Elder Scrolls Online. Das wird ja irgendwann rauskommen sollen oder wird gerade gemacht, produziert und... Ja, produzieren, sag mal produziert, wird gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß ja nicht, was das Wort für Spiel hergestellt oder so. Ne, wird im Moment gemacht. Mal gucken, wie das ist. Also, was ich blöd finde, ist, dass es nicht... diese Grafik hier, also diese Sicht hier, sondern nur diese wieder, wie beim normalen Online-Spiel, da hätten die es mal machen sollen, dass man so eine Ego-Sicht hat. Aber ist halt dann so, ne, kann man nichts gegen machen. Hallo, Ranjit. Und jetzt geht's wieder los mit dem ganzen Gelaufe. Also hier läuft man ja wirklich nur, habe ich so das Gefühl. Das ist auch so wirklich Rollenspiel-typisch so.
überall hinlaufen, eine Aufgabe machen, irgendwas besorgen, dann wieder dahin laufen, dann wieder was besorgen, dann davon, okay, nicht davon 10. So, Online-Spiel ist ja immer so, töte 20 von den Keilern oder sowas halt. Und dann muss man es machen, dann kriegt man vielleicht irgendwas Neues, einen Stufenaufstieg und sowas halt. Ah, da kann ich ja mal nachgucken, wem kriege ich einen Stufenaufstieg. Wo kann man das denn nachgucken? Da. Oh, das dauert ja noch. Und hier kann man auch sehen, verstrichene Tage. Aktive Mission eine erst. Achso, ja. Quest beendet 6. Fertigkeitsverbesserung. Kopfgeld. Ruhm 6. Oh mein Gott. Was? Tage in Haft. Nichts, 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 nichts. Dann getötete Kreaturen. 137 habe ich schon getötet. Getötete Personen. So viel habe ich doch niemals getötet. Habe ich schon zu viele Leute getötet? 15 entdeckt. Oh, hä? Ja, das kann hinkommen. Nein, Mann, ich habe mehr eingenommen mit Zutaten. 8 Stunden, das finde ich jetzt irgendwie komisch. Oh nein. Na gut, dann gehe ich jetzt gleich einfach mal hier in diese Bücherei. Erstausgabe, ne? Englisch nur die Schilder. Ja. Und dann mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Zwar habe ich jetzt ein bisschen mehr Speicher, aber ich habe so viel Minecraft aufgenommen, dass ich den Speicher verbraucht habe. Ne? Dann sehen wir uns bald wieder bei Oblivion und dann bis zum nächsten Mal, um das vielleicht dann zu rechnen. Und dann bis dahin. Tschüss. Es fängt echt an zu rechnen. Also tschüss, ne?